Das Regio TV Plus jetzt für euch an, der Buchvernissage von Rüedi Wenger. Und ich habe das Prachtstück in der Hand. Rüedi, bist du zufrieden? Hast du überhaupt damit gerechnet, dass jetzt heute so viele Freunde kommen? Also gerechnet, dass Freunde kommen, habe ich. Aber von wo aus alle gekommen sind, da bin ich also total überrascht. Und wer gekommen ist, eben Emil, Colette, du und alle die, schauen mal die Kollegen alle an. Also es ist ein Traum. Und das hätte ich wirklich nicht gedacht, aus so viel kommen, wo ich schon lange nicht mehr gesehen habe und immer noch zu mir kommen. Also ich kann fast nicht darüber reden. Rüedi, ich kann das aber erklären. Ganz viele hier innen sind gekommen, um das Buch zu holen, weil sie wollen wissen, ob sie drin vorkommen. Oder? Und ich habe ein paar angetroffen, das ist total schön. Ich würde sagen, wir leiten gerade weiter das Buch. Kennen Sie jetzt? Können Sie auch beim Rüedi im Geschäft nach wie vor beziehen? Und wo finden wir es noch? Also ganz sicher in allen Librerie, die es gibt, also Buchhandel. Und eben im Geschäft bei mir und ganz sicher. Das unbedingt ist beim Rüedi noch vorbeigehen. Und jetzt schnappe ich mal schnell einen aus dem Pulk da raus. Ich habe auch einen alten Kollegen getroffen von ihm. Was ist eigentlich die Geschichte, wo hast du den Rüedi mal kennengelernt? Die meisten Leute hier innen sind sicher mal irgendwann zum Rüedi wegen einem Velo. Wie hast ihn du kennengelernt? Ich habe ihn kennengelernt. Ich hatte hier ein Büro im Messebau in der Nauenstrasse und hatte auch ein Velo. Und dann war das einmal kaputt. Und dann war ja noch gelegen, hier rüber zu gehen. Und so habe ich Rüedi kennengelernt. Und was ist dir aufgefallen, als du seinerzeit ins Geschäft gekommen bist? Ja, das hat ausgesehen, einfach chaotisch. Dann, ich weiss noch, er hat irgendeine Schraube gesucht, dann hat er da ein Schubladchen aufgemacht, dann ist er hinten, dann ist er eine Leiter auf, wieder runter. Und dann irgendwo in einem Schächtel, wo man früher eine Zigarre drin hatte, hat er eine Schraube gefunden. Und die hat dann passt am Velo. Wie ist denn das? Bist du einmal mit dem Rüedi Velo fahren oder hast du ihn jetzt nur dann gesehen, wenn du das Velo hingemacht hast? Nein, ich bin ja Präsident von dem Montibö Club, Vizepräsident. Und der Rüedi ist dann zu uns in den Club gekommen. Hast du eine Klammer auf? Was ist der Montibö Club? Der Montibö Club ist, gibt es jetzt nächstes Jahr, haben wir das Jubiläum, 50 Jahre. Das ist gegründet worden, dazu mal von Motti Beriswil. Und da war Rolf Waller dabei, da war Michael Hamtschin dabei. Und um in diesen Club reinzukommen, hat man immer einen Götti gebraucht. Und da ist man ein Jahr, ist man Mitglied, ist man dann aufgenommen worden in diesem Club. Und so ist dann der Rüedi auch in den Montibö Club gekommen. Nicht? Gut, dann schließen wir die Klammer. Thema, du bist mit mir mal Velo gefahren. Ja, ja. Wir waren eigentlich so richtige Rivalen, wenn es der Berg drauf gegangen ist, einander wollen in die Pfanne zu hauen. Also kurz bevor wir da oben waren, habe ich mir noch mal alles gegeben. Aber heute fahren wir um die Ohren. Herrlich. Also, ich kann euch das Buch nur empfehlen. Ihr habt gesehen, das sind jetzt auch Anekdoten gewesen. Die zwei stehen wahrscheinlich jetzt nicht gerade im Buch drin. Aber sonst alles Mögliche. Der Rüedi, der Leben geführt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und es ist eine ganz tolle Lektüre für euch daheim. Geimpft von einer Speiche, das neue Buch von Rüedi Wenger.